gefallen? Oh. Hallo und willkommen bei Let's Play Lego Piraten der Karibik. Nee, Piraten aus der Karibik. Piraten? Ne, Fluch der Karibik, gell? Ja. Fluch der Karibik? Genau, wir spielen das hier im Koop-Modus und ich habe mir den Christian zur Verstärkung geholt und wir werden hier das Ding rocken. Oh, sagt man auch, Piraten sagt man nicht rocken. Okay, jetzt wir werden das uns zurecht säbeln. Wir säbeln uns das zurecht. Genau, jetzt haben wir ja nochmal Start. Wir haben schon mal angespielt, aber wir werden jetzt ja ein neues Spiel starten. Ja. Ich dachte, jetzt wollen wir neue Fortschritte. Ne, wir machen einfach neue gespeichert. Neue gespeicherte Daten. Da gibt es manchmal immer so Wortwiederholungen, auch irgendwann später, wenn du mal ein Level fertig hast, dann sagt er dann, juhu, freies Spiel freigeschaltet. Das ist so ein ganz komisches Wort wieder oben. Tolle Sache. So, das leicht abgewandelte Filmintro. Das ist auch schon mal. Ein heißer Sonntag. Es ist ziemlich heiß, sonst gäbe es ja kein Spiegelei da auf dem Boden. Genau. Ach, meine Richtung. Hey, Karotten sind gesund. Gut für die Augen zumindest. Ja. Deswegen habe ich die früher immer verschmäht. Ja, siehst du da, wo du jetzt bist. Also, ja, genau. Jetzt bist du eine Brille dran. Jetzt mag ich die. Ich weiß gar nicht, wann ist denn der erste Film im Kino gelaufen? Das weiß ich nicht mehr. Oh, das ist schon eine Weile her. Das ist 2000. Ich habe leider die DVD nicht in Reichweite, die liegt drüber in meinem Zimmer. Heute 2007 oder so. Ja, irgendwo da wahrscheinlich noch. Wir verbreiten ja einfach mal so ein Halbwissen. Genau, ja. Also auf dem Spiel steht irgendwie drauf. 2007 bis 2011. Nee, Moment, 1997 bis 2011? 1997? Nee, kann nicht sein, das ist irgendwas mit Sony Computer Entertainment. Nee, das kann nicht sein. So alt ist der Mann nicht. Nee. Geschichte dauert eine Weile. Das ist so, auf Hälfte des Filmes fangen wir dann an, so, ja, genau, wahrscheinlich irgendwo. Wenn nichts mehr zu machen ist.
Genau. Das ist aber bei den ganzen Lego-Spielen auch irgendwie unterschiedlich. Bei dem Lego Herr der Ringe habe ich, da hast du immer nur so wirklich ganz kurze Zwischensequenzen und musst relativ viel spielen. Und hier ist anscheinend so, dass sie relativ viele Sachen irgendwie immer erklären oder einfach zeigen, wie es so läuft. Und dann kannst du 2 Minuten spielen und dann kommen die letzte Zwischensequenz. Und wir schauen einfach mal. Wundervoll ist das. So, okay. Moment, du musst jetzt nochmal Start drücken, dann bist du wieder dabei. Cool. So. Jetzt darfst du den. Mach du den. Ja, mach du mal den Esel. Du okay. Den Esel. Gut. Und ich. Ich, Esel, geh zum Esel an. Genau. Und ich passe eben das Haar zusammen. Juhu, yeah. Achso, wir brauchen. Wir brauchen mal vorher nach, wir müssen ja noch was machen. Genau, wir brauchen mal deinen Hammer. Ja, die Richtung. Nein? Da. Ich kann hier mal schauen, ob ich hier irgendwas zusammenklopfe. Für die Münzen kann man sich hinterher dann meistens immer irgendwas kaufen. Also. Na, das. So, ich wäre eh, oh, lass mich mal den Esel reiten. Okay, gut. So. Und dann war's. Ups. Na, Esel. Boah! Schau mich mal an. Ich fahr da mal eine Runde mit. Selbst gezeigt, wie das Bild von sich dann war. Ist doch schön. Hm. Du musst auch wieder einen Pass dabei haben. Also, die sind zwar nicht mehr selbst gemalt, aber egal. So, also jetzt rennt der Typ hier, müssen wir den wieder. Du kannst schon mal hochgehen, ich muss dir nochmal. Achso, wo waren wir? Ja, hier. Ach ja, genau, du musst das. Das ist dann. So viel Zeit. Da habe ich vorher noch gar nicht drauf geachtet. Weil das ist immer. Ach, das hau ich hier den Laden kaputt. Jetzt immer so viele Sachen, die du noch nebenher kaputt schlagen kannst. Was ist das denn? Kannst du das mal lassen? So kann man schon von hinten genau ein. Jetzt haben wir noch ein Herz. Nicht gegen mich! Wenn ich gehe andersrum. Das ist da oben. Super, jetzt steht da unten drunter. Und dann cool. Hey. Ah! Okay, was ist jetzt? Ja, das habe ich schon versucht, der kann man irgendwie durchführen. Das ist ja doof. Oh, jetzt ist er runter. Das war, hat ihm einmal den Rest gegeben. Tja, da guckst du, ne? Es gibt manche Lego-Spiele, da reden die auch richtig, aber hier reden sie anscheinend nicht in dem Spiel. Da machen sie immer so. Also sind sie nur am Rumgrunzen und Murren und so. Ja. Beim Herrn der Ringe richten sie nicht. Ne? Mhm. Aber Herr der Ringe waren hier der Zwerg und der Elb, das waren die besten. Hast du ein Lego-Spiel? Nee, Film. Im Film. Das war nicht. Ich finde, die haben im Film die Witze an manchen Stellen immer ein bisschen übertrieben. So. Das war's.
Ich meine, das ist ein bisschen lang für so eine Sequenz, oder? Also ich meine, könnte man jetzt schon langsam irgendwie mal weitermachen? Ich glaube, aus dem Kampf in der Stadt hätte man eigentlich auch was machen können. So eine, wie die Piraten da in die Stadt einfallen. Schau mal, ich hab einen Kompass. Der nicht nach Norden zeigt. Ja, genau. Nicht nach Norden. Frage ist, wieso stürzt das ein? Damit man uns den Weg raus. Ja, toll. Okay, du darfst wieder Check spielen. Muss ich mal. Okay. Das ist ein Spiel. Irgendwas ist da. Ich komme da nicht rein. Ach ja, Moment, ich habe den Knochen für den Hund gefunden. Du musst mal gucken. Guck mal, ob du da links. Da oben sind irgendwie zu Zielscheiben. Kannst du die irgendwie. Drück mal irgendeine. Hey, welche. Cool, irgendeine Taste. Halt mal irgendeine Taste gedrückt. Probier die mal. Nee, das ist hüpfen. Nee, spring nicht. Und. Moment, nee. Ah ja, genau, das war es. Was ist da gedruckt? Also, wenn ich Kreis drücke, dann kann ich was werfen. Kannst du das auch, wenn du Kreis gedrückt hältst? Nee, da kommt ja bei dir dieses Ding. Ne? Ja, nee, das ist doof. Moment, ich such uns mal einen Weg da zu dir rein und dann. Das wäre nett. So einsam in der Zelle. Achso, ich brauch mal den Hund hier. Die Skelette kann man zusammenklopfen, sehe ich schon. Kannst du bei dir welche auch in der Hintertür zusammenklopfen? Naja, ich habe hier welche hängen. Oh, die fehlen doch noch. Wo habe ich den Knochen gesehen? Nur bei der Knochen. Moment, ich muss dir mal, glaube ich, was fragen. Ja. Hier war der Knochen, ja? Vor lauter. Skelettknochen, da ist er. Hundi! Aber ich habe hier auch nichts, wo man irgendwie vielleicht mal irgendwas agieren könnte. Guck mal, die Truhe da vorne, die dir hier vorne an der Ding steht, kannst du die klopfen? Achso. Mit dem. Ja, genau. Ja, genau. Ah. Alles. Es ist immer. Bei den Lego-Spielen kannst du immer alles zusammen. Ich muss den Hund jetzt locken. Hundi! So, das war's aber auch schon mit. Los, Geld. So, der Hund marschiert jetzt hier. Hundi. Ach, jetzt läuft er mir hinterher, der Hund. Nein, Hund. Moment, ich muss mal den Hund hier schnell. Hund. Hund, komm mal hier. Nehmen wir hier rein. Hund. Ja, ich brauch den Hund. Kann ich zum Hund wechseln? Ach, ich kann zum Hund wechseln. Ah, du kannst auch zum Hund wechseln. Okay. Du musst mal jetzt hier Dreieck gedrückt halten. Okay. Genau, und jetzt kannst du praktisch da zum Hund wechseln. Okay. Und jetzt bist du der Hund. Okay. Jetzt kannst du hier, wo ich stehe, hier ist Hundearbeit zu verrichten. Du bist mal hier ran. Und da, genau, kannst du buddeln oder irgendwie sowas. Okay. Boah, jetzt haben wir hier das Ding, setzen wir jetzt. Das kommt jetzt hier ran. Noch irgendwas? Nee, kann man nicht. Das heißt, jetzt drehe ich hier. Oh, pass auf. Könnte es sein, dass wechsel mal zum Check zurück. Okay, entweder du hältst es gedrückt, genau jetzt. Jetzt ist, glaube ich. Irgendwas habe ich jetzt hier doch aufgemacht. Gehen wir weiter nach links. Kannst du da jetzt auch? Ist die Tür offen? Nee. Da muss irgendwas zur Tür sein. Vielleicht lässt du das und guckst mal. Ich glaube, da oben blinkt was. Ich glaube, das muss hier auf die grüne Platte. Ja, da komme ich nur nicht. Okay. Oh, ach Moment. Hier brauchen wir zwei Leute. Ich müsste dich irgendwie erst rausholen. Ne? Ja, das wäre nett. Oh. Ja. Da komme ich nicht rein. Ist auch irgendwie, ich meine, gut, wahrscheinlich brauchen wir irgendwie die Zielscheiben, aber. Oh, was ist denn da hinten noch? Ach ja, Moment, ich weiß. Ich hole dich gleich raus. Okay, ich mache in dem Moment mal ein bisschen Pause hier. Moment. Ich muss jetzt da reinkriechen. Ah, nee, das musst du gut machen. Moment, ich wollte schon mal schnell zum Hund. Ah, du bist der Hund.
Du kannst hier reinkriechen, da. Da kannst du reinkriechen.